Hallo, ich bin der Thomas Sattelberger und ich spreche mit euch aus dem Münchner Süden, aus dem Giesingerbräu. Und natürlich wollen wir heute Abend über Politik reden, aber nicht nur über die Politik, sondern wir wollen auch vier Biere ausprobieren, Politik und Bier. Natürlich sind wir alle schnell getestet hier, haben ein strenges Hygienekonzept vor Ort aufgebaut und alle sind negativ getestet. Und ich habe natürlich einen fantastischen Gesprächspartner, der sagte ja immer, er würde gerne Bier aus dem Bauchnabel trinken. Machen Sie das heute noch gerne, lieber Herr Schmidt? Meine Damen und Herren, liebe Diverse, die Sie uns sehen und hören. Ich habe das eigentlich nur einmal gemacht. Das war auch kein Bier, sondern das war Brausepulver. Und das war eine Verneigung zu einem Jubiläum der Blechtrommel von Günter Grass. Und da habe ich von einer befreundeten Künstlerin die Brausepulver aus dem Bauchnabel geleckt. Aber mit Bier kann ich mich nicht erinnern. Also es ist aber die zweite. Das war schon nicht schlecht, oder? Das war sehr gut und es ist die, für mich, mir fiel das gerade vorhin ein, es ist die zweite Veranstaltung mit einem FDP-Granten, wo es um ein deutsches Kultgetränk geht. Wir hatten vor vielen Jahren mal in meiner Show die Rubrik Saufen mit Brüderle. Da ging es um Weißwein und das war auch ein sehr, sehr, sehr großer Erfolg. Da haben wir live gesoffen in meiner Show. Das werde ich dem Herrn Brüderle, werde ich das nochmal ausrichten, dass wir über ihn heute gesprochen haben. Vielleicht hört er ja oder schaut er zu. Von wo sind Sie denn zugeschaltet, lieber Herr Schmidt? Aus Köln, aus meinem Einfamilienhaus in Köln. Das ist ja noch erlaubt. Und, aber gerade noch, gell? Das noch. Man weiß ja nicht, was noch kommt. Stichwort Nachverdichtung. Aber für mich ist natürlich ein Traum, dass ich im Grunde meinen Sessel aus dem Jugendzimmer Olaf nicht mehr verlassen muss, durch die modernen Möglichkeiten der Technik. Sonst wäre ich natürlich auch gerne nach München gekommen, aber ich glaube, es ist verantwortungsbewusster und wegweisender, wenn wir das heute auf diese Weise virtuell machen. Aber das ist kein ausziehbares Sofa, an dem man dann auch gleich ein Lager nehmen kann. Nein, das hatten wir auch mal. Ehrlich gesagt wurde das von unten her von Mäusen angeknabbert. Und es war dann so desolat, dass wir nicht mal mehr Verwandtschaft drauf übernachten lassen konnten. Also das ist aus einem der zahlreichen Kinderzimmer in meinem Haus hierher geschleppt worden zu mir. Oder beziehungsweise eines der Kinder hat es reingeschmissen, weil es den Sitz loswerden wollte. Ja, jetzt haben uns auch ein paar Fragen geschickt. Und einer hat geschrieben, ob das überhaupt gut geht, wenn zwei Schwaben sich miteinander unterhalten. Ich bin ja Munderkinger. Ja. Wissen Sie, wo Munderkingen ist? Selbstverständlich, das ist ein Stadtteil von Münsingen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Munderkingen ist die kleinste schwäbische Kreisstadt. Ja, und im wirklich traumhaft schönen Lautertal, wo ich viele, viele Wochenende meiner Jugend leicht zwangsweise verbringen musste. Da sind zwangsweise? Wir dann, naja, gut, man will ja als 14-Jähriger jetzt nicht unbedingt wandern, ja. Aber es ist traumhaft schön und ich habe mir immer vorgenommen, da mal hinzufahren. Und es wird ja einfacher zu erreichen sein, wenn die Schnellbahnstrecke Stuttgart-Ulm fertig ist. Dann von Ulm aus ist ja ein Katzensprung. Jetzt haben Sie mich vorher einen FDP-Granten genannt. Also ich sage ja immer, ich bin ein braver Fußsoldat und kein Grande. Ich bin ja mit Ende 60... bin ich in die Politik gegangen, sozusagen als dritte Karriere, nachdem ich ganz früh als 16-jähriger Jungmaoist war und später dann ein gediegener Vorstand. Hätten Sie nicht auch mal Lust? Nein, bin es häufig gefragt zu sitzen. Eine ganz klare und ehrliche Antwort lautet, mich stören die Wähler. Wenn ich sehe, was jetzt der Achim und der Markus, ich darf beide so nennen, weil sie wirklich enge Freunde von mir sind,
was die sich reinziehen müssen, um jetzt Kanzlerkandidat zu werden und vielleicht Bundeskanzler, das wäre nichts für mich. Und ein weiteres FDP-Mitglied hat für mich endgültig das abschreckende Beispiel geliefert. Das war der selige Rudolf Augstein, der vor vielen, vielen Jahren mal Tretroller durch einen Kindergarten in Bielefeld gefahren ist, um Volksnähe anzutäuschen. Und da, also wenn das selbst dem legendären Spiegelerfinder passiert, das ist nichts für mich. Das, also ganz nachvollziehen kann ich es nicht, denn für mich ist das ein richtiger Jungbrunnen. Und Sie brauchen ja auch einen Jungbrunnen. Ja, gut. Also, nein, ja, ich bin ja sozusagen durch das Tagesgeschehen jung. Schlange stehen vor dem Supermarkt, Smalltalk an der Tanke, ein kleines Schätzchen mit dem Nachbarn, dann viele Elternabende habe ich ja noch, auch virtuell. Und ich sehe sehr, sehr gerne Bundestagsdebatten. Und darf ich das mal an der Stelle sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht, wie wenig gute Rednerinnen und Redner es gibt in unserem Bundestag. Haben Sie mal meine Reden gesehen? Ja, das ist emotional, das ist Power pur. Und ich sage, guck mal an, unser Sattelberger, der lässt es krachen. Aber ansonsten, das Schlimmste, was ich da sehe, sind so Wutausbrüche, die vom DIN-A4-Zettel abgelesen werden. Also ja. Ich werde ja manchmal diszipliniert, wo und man dann sagt, also Herr Sattelberger, Sie könnten ja eigentlich besser, gediegener, Sie kommen doch aus dem Bürgertum. Da sage ich immer, nein, ich komme aus einer Nicht-Akademiker-Familie und ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber die wollen mich schon domestizieren. Ja, wer ist die? Wer ist die? Ja, also insbesondere meine Kollegen von der CSU, die Bayerischen, die gleich daneben dann sitzen, wenn ich eine Rede halte, und die sozialdemokratischen Zuchtmeister. Ja, aber bei der SPD sieht es ja ganz finster aus. Also ich meine, jedes Mal, wenn ich Frau Esken, die ja nun wirklich mehr oder weniger mein Jahrgang ist und aus meiner Ecke da kommt in Stuttgart, wenn ich Frau Esken ans Pult gehen sehe, weiß ich wieder 3% weniger. Also, Sie meinen sozusagen, dass jede Rede von der Frau Esken zu einem Know-how-Verlust bei Ihnen führt? Nein, das ist einfach, also nur wenn ich mich zerstören will, schicke ich so jemand an der Parteispitze ins Rennen. Wenn es da nicht mein Freund Olaf gäbe, ja, der wirklich ein Profi ist, der alles wegsteckt, der alles übersteht, an dem alles abprallt, der halt leider mit dieser Partei kein Kanzler werden wird. Das, wenn ich da, also Novabo, der geht ja noch, aber also Saskia Esken ist wirklich, das ist der Wunsch, die eigene Partei klein zu halten, in meiner Wahrnehmung als Wähler. Ja, aber ich meine, ich habe das, wenn Sie das so mit dem Olaf Scholz sagen, ich hatte ja auch sehr intensiv übrigens auch mit dem Herrn Steinbrück gesprochen, als er Kanzlerkandidat war und ja. Der wurde ja auch nach links gebogen und ja. Das passiert dem Olaf Scholz ja gerade genauso und ich kenne ihn noch, als er Arbeitsminister war. Und ja. Ich Personalchef bei der Telekom und wir saßen in der Runde und haben darüber diskutiert, wie wir die Krise 2008, 2009 bewältigen. Und das ist ein grundsolider Minister gewesen. Ja. Und jetzt ist er durchideologisiert. Olaf Scholz. Ja, aber das ist, Olaf Scholz ist ein Profi. Ist das halt Natur der Dinge? Ja, das ist ein Profi. Man darf ja auch nicht vergessen, selbst der G7 oder G8-Gipfel damals in Hamburg ist ja auch ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also jemand, der sozusagen so eine Klatsche bei der Vorsitzendenwahl kriegt und dann aber Kanzlerkandidat wird und ja eigentlich auch in der Krise extremst entspannt rüberkommt mit jeder 9 Milliarde, die er raushaut. Das ist ein Profi, das ist ein guter Mann. Vielleicht könnte ihn retten, dass viele Wählerinnen und Wähler glauben, er ist irgendwie, er wohnt bei Angela Merkel. Also er ist zumindest CDU-Mitglied oder so. Man geht ja davon aus, laut Wahlforschung, dass 30% der Wähler etwas anderes wählen, als sie wollen, weil sie entweder die Person falsch zuordnen oder auch das Wahlsystem nicht wirklich kapieren. Oh, das ist eine düstere Realität. Das ist eine Chance, lieber Herr Sattelberger. Ja, also darauf doch vielleicht mal das erste Bier. Hier kommt unser Braumeister, der Florian Fagner. Und bei uns in Bayern
Da sagt man ja Flo, gell? Ja. Ja, Flo, ja. Was bringst du uns denn Schönes? Ich habe heute zum Beginn unsere Erhellung dabei. Eine Erhellung? Jawohl. Ich wurde gerade vom Jan Böhmermann, ich hatte da so ein orangenes Hemd an, ja. Und da hat er mich mit dem erleuchteten Dalai Lama verglichen. Das ist also, ja. das vergeistigt, Pendant, ja. Genau. Ein vergeistigtes Bier. Ganz genau. Aha, okay, und was ist noch? Also die Erhellung ist im Endeffekt unser Flaggschiff, das gibt es seit Tag 1 bei uns mit dabei. Es ist ein goldgelbes Bier, wie man sieht. Wir haben 3 Hopfensorten mit drinnen aus der Hallertauhalle, also nördlich von München, Aha. Sehr regional, was uns wichtig ist. Und man sieht schon beim Einschenken, es ist ein trübes Bier, nicht filtriert, nicht pasteurisiert, wie übrigens alle unsere Biere. Genau. Aha, also die Erhellung, das klingt gut. Das klingt ja auch ja. Schön für den Start eines solchen Events, wie wir es heute haben. Na, dann als euer Flaggschiff, ja. Dann setzen wir mal die Segel. Lieber Herr Schmidt, was haben Sie? Haben Sie auch das Bier? Ja, wunderbar. Ja, die Brauerei hat mir das freundlicherweise geschickt. 4 Flaschen, 8 Flaschen. Ich hatte schon Angst, ich kriege 3 Kisten mit den Gläsern. Und aber jetzt, um nicht in den Verdacht zu gehalten, dass ich so eine Art flüssiger Maskengewinner bin, ich trinke natürlich auch gerne Kölsch der Brauhäuser, Mühlen und Reisdorf. Aber das muss ich sagen, das ist was Feines, die Erhellung. Und es ist auch von der Prozentzahl her, naja, 5,3%, das ist schon nicht ohne, aber läuft gut durch. Wie bitte? 5,3%? Als Politiker sage ich, das geht gar nicht. Naja, also das ist doch eine Zahl, die Ihnen, ohne Ihnen zu nahe zu treten, vertraut ist. Knapp über 5, oder? Naja, also jetzt, das führt dazu, dass ich unseren Ehrengast, unseren Überraschungsgast mit dazu hole. Mal sehen, ob ich da eine bayerische Unterstützung bei den Prozenten bekomme. Ja, und der versteht übrigens noch viel mehr vom Bier als wir beide, ist schon ganz unterhopft. Jetzt holen wir ihn mal dazu. Bühne frei für Michael Käfer. Hallo. Oh. Vielen Dank für die tolle Begrüßung und vom Bier verstehe ich halt so ein klein bisschen was. Sollen wir gleich mal anstoßen? Ja, jetzt probieren wir mal das. Und das ist das Giesinger, wo ich sagen, ist das ganz besonders. Der Harald Schmidt, der tut auch ganz genüsslich das Bier sozusagen runterrollen lassen. Ja, lieber Herr Käfer, sagen Sie uns doch ein paar Worte zu sich. Eigentlich sind Sie ja in ganz Deutschland bekannt, denn alle, die aufs Oktoberfest gehen, die kennen ja den Käfer. Aber es gibt ja auch ein paar, die nicht aufs Oktoberfest gehen. Also ich glaube, wegen dem Oktoberfest bin ich ja jetzt auch hier eingeladen, wegen dem Bier. Also ich bin am Oktoberfest mehr oder weniger fast aufgewachsen. Also ich bin ja so als 14-Jähriger das erste Mal draufgekommen und habe immer gearbeitet. Also große Liebe, aber momentan ist es natürlich eine unerfüllte Liebe, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Toi, toi, toi. Jetzt sind Sie, ich habe das in der Zeitung gelesen, frisch genesen, nicht nur aus der Quarantäne, sondern Sie hatten Corona. Und die ganze Familie war in Quarantäne. Ja, also wir hatten leider Corona. Wir haben es nicht verstanden, wie wir es gekriegt haben, weil ich eine Frau habe, die zum Glück eine Frau habe, die extremst aufpasst und die alles getan hat, dass wir uns nicht infizieren. Aber genau sie hat es gekriegt und hat uns dann angesteckt. Also ich habe noch 2 Kinder und da waren wir jetzt 4. Wir 4 waren jetzt 14 Tage in Quarantäne bis letzten Samstag. Und man denkt dann schon einiges über die Krankheit nach. Sieht dann natürlich auch in ganz anderen Augen, wenn man dann Bilder aus Intensivstationen und sowas sieht. Wir hatten das große Glück, dass wir einen relativ guten Verlauf hatten. Uns ging es mal 4-5 Tage gar nicht gut, haben wir aber hingekriegt und jetzt ist es Die ganze Familie, also meine Söhne sind 10 Jahre alt, also Zwillinge relativ klein noch und die hatten es auch. Keinen schlimmen Verlauf, meine Frau hat den schlimmeren Verlauf. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich so ein bisschen Nachwehen noch habe und aber wie gesagt, es gibt so viele schlimme Krankheiten und schlimme Ausgänge. Also man kann nur dankbar sein, dass es einfach so gut ausgegangen ist. Also ich bin richtig froh gewesen, übrigens nicht nur, weil Sie dann hier sind, sondern weil ich Sie als Mensch mag. Vielen herzlichen Dank. Aber ich musste auch schnell gesund werden, dass ich hierher komme. Frage doch mal gleich, wie hat Ihnen das Bier geschmeckt? Also das war ein wirklich sehr, sehr schönes Bier. Sie haben mich zwar hier so als Bier
als Bierkenner mit eingeladen, aber ich muss ja immer ganz ehrlich sein, das schönste Bier für mich ist ein verkauftes Bier. Also ich bin da eher der Kaufmann, der das nimmt. Ah, okay. Aber über die vielen Jahre haben wir natürlich das gelernt, aber was sind gute Biere, genauso was sind gute Weine und das irgendwie was. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Bier und bin auch sehr stolz, dass wir hier in München jetzt neben diesen wunderbaren großen Brauereien auch so kleinere, wobei wir sind hier schon, die sind ja schon ganz schön groß, mittelgroße Brauereien. Die könnten ein Zehntel des Augustiners haben. Weil die einfach so einen guten Job machen, so eine gute Marketing machen und das fasziniert mich ja auch immer wieder, dass es eben Unternehmer gibt, die eine Idee haben und damit der Idee loslegen und einfach, wenn sie gut sind, erfolgreich sind und das machen die ja großartig. Also das, ich meine, wenn man zum Teil die Unternehmerschimpfe und die Wirtschaftsschimpfe in den letzten Wochen hört, testen Sie eigentlich Ihre Mitarbeiter? Wir testen die Mitarbeiter schon seit längerer Zeit, also längerer Zeit jetzt knapp 8 Wochen. Jetzt konsequent, also jeder Mitarbeiter kriegt 5... Musste man Sie da zum Jagen tragen? Absolut, oder wie? Absolut nein, aus 2 Gründen. Erstens der Grund, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, dass die Mitarbeiter zufrieden ist, weil wir haben ja neben der Gastronomie haben einen relativ großen Handel, der wirklich momentan sehr gut funktioniert. Nicht nur der stationäre Handel, auch das Internet funktioniert mehr als gut. Kommen vielleicht nachher auch nochmal besprechen. Ja, aber da muss ich gleich mal einhaken. Das heißt, Sie waren eigentlich ein früher Online-Pionier. Wir haben relativ früh auf Online gesetzt, haben gesagt, Online ist ein spannendes Thema, was im Lebensmittelbereich ja nicht so ist. Ja, aber viele Ihrer Kollegen haben das nicht gemacht. Haben das vielleicht nicht so gemacht, aber wir haben es gemacht und haben darüber nachgedacht und hatten natürlich jetzt das große Glück, dass wir da startbereit waren und haben aber auch viel gelernt, was wir richtig machen und was man auch falsch machen kann, wo man ein bisschen noch verbessern kann. Aber auch das ist nach Corona eine Riesenchance. Bauen gerade einen relativ großen Raum auf, da wo wir dann unser Internetgeschäft vergrößern werden, weitermachen können. Also Sie denken an die Zukunft? Nur. Gerade in der jetzigen Phase finde ich es sträflichst, wenn ein Unternehmer nicht einfach an die Zukunft denkt, sondern sagt, okay, es wird eine Zeit nach der Pandemie geben, hoffentlich sehr bald, und dann wird es nach vorne gehen und viel los sein. Und da müssen wir dran denken. Jetzt haben wir ja gerade so ein süffiges Bier getrunken. Und der Herr Schmidt hat so liebevoll gesagt, naja, 5,3%, das kennen Sie doch so ganz gut, lieber Herr Sattelberger. Jetzt habe ich Sie ja sozusagen als Münchner und bayerische Mithilfe hierher geholt. Was schätzen Sie, was kriegt die FDP? Also ich gehe davon aus, dass es mindestens 2 Biere sind, also mindestens 11% sind. Und wenn ich meine Hoffnung aussprechen darf, dann sollten es eigentlich 3 sein, die man miteinander danach... 3 Biere? Die man dann im September, 26. September danach miteinander trinken könnten. Aber die 2 wären schon ganz gut. Also das ist meine Wucht. Jetzt muss ich natürlich den Harald Schmidt fragen. Was trauen Sie uns zu oder wo sehen Sie uns? Also ich würde sagen, ich schließe mich der Analyse von Herrn Käfer an, dann sind wir bei etwas über 15%, damit wären Sie stärkste Oppositionskraft. Bitte nicht. Damit sprechen Sie dann immer als Erster. Sie verpacken ja die Meinungen ganz elegant. Ganz sicher doppelt so viel wie die Linken. Ja, also übers Erste freue ich mich ja außerordentlich. Übrigens, ich glaube auch, dass wir satt zweistellig werden. Deutlich über die Bundestagswahlen 2017 raus, aber wieso Oppositionspartei? Ich glaube, dass es auf Schwarz-Grün rauslaufen wird. Ich glaube, dass es unterm Strich dann doch nicht, also es wird nicht für Grün-Rot-Grün, Rot-Rot-Grün, also Sie wissen, was ich meine, reichen. Jamaika kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen und Ampel ist für mich eigentlich SPD, Grüne, FDP, wenn ich das Personal mir anschaue, weiß ich nicht, wie man da zusammenkommen soll. Also ja gut, aber ich meine, wenn wir jetzt dieses Schwarz-Grün mal kurz bei uns beleuchten als Ihre mögliche realistische Option, das bedeutet ja, dass das im Grunde der Machtkampf in der CDU, CSU, der die wirklich Prozente kosten wird, ein Machtkampf mitten in der Krise einer Nation, dass das im Grunde kompensiert wird durch kräftigen Zuwachs der Grünen. Das glaube ich nicht.
Das glaube ich. Und ich glaube, dass den Wählern dieser sogenannte Machtkampf völlig egal ist. Das ist eine rein mediale Sache. Das ist eine Riesensache für die ganzen Online-Medien. Das ist eine Riesensache für die Talkshows. Dem Wähler ist das mehr oder weniger egal, weil es ist noch jede und jeder in das Kanzleramt reingewachsen. Die Strukturen sind ja auch noch, würde ich sagen, so stabil, dass es letzten Endes egal ist, wer von dem Personal, das zur Wahl steht, Kanzler wird. Ich finde, auch wenn man sich im internationalen Vergleich das anguckt, dann sind das sehr, sehr gute Leute, sind alles Profis. Und ich glaube, dass es Schwarz, also ein CDU-Kanzler geben wird. Und das Interessante wird dann werden die Aufteilung der Ministerien, denn die Grünen werden ja doch ein paar sehr, sehr schwergewichtige Ministerien dann bekommen. Und da bin ich sehr gespannt, welches sein wird, wer das besetzt und ob die Grünen das überhaupt personell bestücken können oder ob man dann schon doch in den Bereich der Regionaltalente zurückgehen muss, um Altalente. Dann sagen Sie, zum Glück gibt es einen Unterbau, der einigermaßen die Regionaltalente abfedert. Könnte sein. Also ich habe mir überlegt, wer wird Finanzminister, ja? Wenn es einen Kanzler Laschet oder Söder gibt, wird Friedrich Merz eingebunden. Werden Friedrich Merz und Norbert Röttgen eingebunden? Wer wird Außenminister? Arbeitsminister? Also das ist, man verbindet ja die Grünen mit Umwelt. Wer ist bei den Grünen überhaupt sozusagen finanzmäßig so kompetent, dass man sagt, das ist die Liga, die wir gewohnt sind, Schäuble, Scholz. Also das, finde ich, wird sehr, sehr, sehr interessant werden. Talentthema. Also was meinen Sie, Herr Käfer? Wie kommt es raus? Ich bin heute bei Ihnen und wünsche Ihnen, dass es Ihnen und Ihrer Partei sehr, sehr gut gehen wird und es positiv ist. Aber ich teile schon Herrn Schmidts Meinung. Mein Wunschergebnis wäre natürlich schwarz-gelb, aber ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit davon entfernt, dass das kommen wird. Also sagen wir mal, das Realistische, was Herr Schmidt sagt, ist schon sehr, nicht ganz unrealistisch. Wenn es irgendeine andere Konstellation gäbe, die da ist, dann hoffe ich natürlich mit allen Mitteln, dass eine starke FDP da in der Regierung dabei ist und das machen kann. Aber Herr Schmidt, Sie haben das richtig gesagt. Wie könnte Frau Barbeck mit Herrn Lindner, ich weiß nicht, wie das gut gehen würde mit den beiden, ist schon eine Frage, aber die können Sie besser beantworten, weil Sie die Beherrschaften viel besser kennen würden. Wir sind hier da und das ist auch der Grund, warum ich heute gerne da bin, weil ich mir einfach eine starke FDP wünsche. Also das ist schön zu hören. Das ist übrigens auch eine starke Opposition. Ist etwas, was für mich als spätberufener Politiker was Wertvolles ist. Denn eine schwache Opposition ist ja was ganz Schlimmes fürs Land. Nichtsdestoweniger, also ich würde eine andere, ich habe eine andere Prognose für mich. Ich sage, die Schwarzen, die CDU-CSU, die wird sich im Machtkampf weiter zerpflücken. Die könnte sogar noch auf die 28% rutschen. Die Grünen mehr oder weniger, die Grünen haben ja eigentlich in allen Wahlen, in den Wochen vor der Wahl verloren, weil die Leute natürlich solche Fragen gestellt haben, wie Harald Schmidt sie stellt, die Frage, sind das Regionaltalente oder die gerne Pferde angucken oder Kobolde oder sind das seriöse, erfahrene Politikerinnen und Politiker. So, und dann ist im Grunde, glaube ich, schon nochmal ein Fenster da für Jamaika. Also das wäre mein Traum und dafür kämpfe ich übrigens. Die Politik ist ja etwas, manche denken ja, es ist ein Spiel. Ja, Spiel ist auch mit drin, aber es ist auch eine hochseriöse, harte Arbeit, die ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Parteien so gestalten. Ja, Herr Schmidt, Frage an Sie. Wir ziehen jetzt wohl die Notbremse. Corona-mäßig. Genau. Corona-mäßig. Ja. Wir ziehen die Notbremse. Wie lang die sogenannte Brücke dauert, bis die Notbremse gelockert ist, das sagt uns niemand.
Wie beurteilen Sie die Situation und wie sieht das Land aus, wenn wir mal Corona gemeistert haben? Das weiß ich nicht, weil selbst ich, und das wird viel überraschen, kann ich in die Zukunft schauen. Wenn ich aber auf die nackten Zahlen schaue, muss ich sagen, auch da bin ich der Meinung, stehen wir nicht so schlecht da, wie behauptet wird. Ich lese jetzt immer England, toll, toll, wie die impfen. Ja, die haben schon 120.000 Tote. Ja, davon schreibt keiner mehr. Also natürlich ist das bei uns vielleicht jetzt mit dem Impfen und dem Testen zäher angelaufen. Aber wenn ich die reinen Zahlen anschaue, der Infizierten und der Todesfälle, dann sind wir immer noch bei den Top 5 der Länder, die es eigentlich ganz gut im Griff haben. Ich selber muss auch sagen, begreife oder kann vieles nicht mehr auseinanderhalten. Ich kann zum Beispiel schon die ganzen Ärzteverbände nicht mehr auseinanderhalten. Der Intensivverband, der Pneumologenverband, der Weltärztepräsident, Lauterbach sowieso. Ja. Dann weiß ich auch nicht mehr, was ist jetzt regional. Plötzlich macht im Saarland irgendwie ein Kino auf und so. Ich selber halte mich an diese Aha-Regel und bin damit eigentlich toi, toi, toi bisher ganz gut gefahren. Das ist auch, was die erfahrensten Virologen von Anfang an gesagt haben. Halte Abstand, wasch dir die Hände und benutze diese Maske. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Also ich bin auch nicht jetzt einer, der den ganzen Tag da am Netz hängt, sondern ich gucke auf die Überschriften und mir leuchtet ein, was gesagt wird. Versuche es überhaupt nicht erst zu kriegen. Und wenn es so weitergeht, dann kriegen wir massive Probleme auf den Intensivstationen. Aber wie die Situation des Pflegepersonals ist, das wusste man ja schon vorher. Ja, wie die Bezahlung dort ist und die Arbeitswelt. Ist das nicht, Herr Schmidt, also, eigentlich spricht keiner über die psychische Entwicklung unserer jungen Generation. Ja doch, die kriege ich doch jeden hautnah ja, aber mit. Es spricht ja keiner drüber, was es heißt, wenn wieder jetzt ein Lockdown kommt, dessen Ende nicht absehbar ist. Von dem man dann sagt, er ist kurz und hart, aber was ist kurz und etc. Und wo wir wissen, eine Hamburger Studie über das Thema Covid-19 und psychische Entwicklung, dass 30% unserer Kinder schon jetzt nach einem guten Jahr Corona psychische Beeinträchtigungen haben. Aber ich meine, wir reden jetzt über Zahl der Krankenbetten auf Intensivstationen, wir reden über Inzidenzwerte, wir mathematisieren Corona. Die psychische Entwicklung einer jungen Generation, die können wir nicht mathematisieren. Wie kommt die bei Ihnen vor? Naja, gut, also wir haben zum Teil Homeschooling, zum Teil haben wir Distanzunterricht. Dann geht mal die halbe Klasse hin, dann geht die andere Hälfte hin. Ich selber bin da nicht repräsentativ, weil ich rede natürlich aus einer privilegierten Position. Wir können uns zu Hause um die Kinder kümmern und wir haben auch genügend Platz. Ja? Wenn ich natürlich in einer kleinen Wohnung mit drei Kindern bin und beide Eltern müssen arbeiten gehen, dann sieht die Sache völlig anders aus. Aber ganz ehrlich bin ich froh, dass ich da keine Lösung finden muss, denn ich wüsste auch nicht, wie man das anders in den Griff kriegen sollte. Denn ich höre, es gibt spezielle Möglichkeiten, an Lüftungssystemen einzubauen in die Klassenzimmer. Das mag so sein, aber ich meine, in Schulen kenne ich mich nun echt aus. Und wenn ich immer höre, wir brauchen Laptops, würde ich sagen, wir brauchen erstmal überall einen Wasserhahn, der funktioniert und Klos, bei denen die Spülung funktioniert. Das ist die Hauptsituation in unseren Schulen. Also das sind teilweise wirklich ganz finstere Zustände. Und dann kommt noch dazu, dass das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Also wie gesagt, ich bin froh, dass ich da keine Entscheidung treffen muss, weil ich wüsste auch nicht, wie man es lösen kann. Ja, Politiker müssen eine Entscheidung treffen. Wie sehen Sie das, Herr Käfer? Also einmal möchte ich, neben den Kindern und Jugendlichen haben wir natürlich auch eine andere Gruppe, der es auch nicht gut geht. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die allein leben. Jetzt egal, ob das jetzt sehr alte Menschen sind, aber auch jüngere Menschen. Also ich habe mal, für mich war das so ein Erlebnis, ein Mitarbeiter von mir in Hamburg. Ich mache das so, dass ich alle 3 Monate dann auch die Betriebe von uns besuche, die auch außerhalb München sind und das irgendwas einfach, um mit den Leuten zu reden. Und da kam jemand zu mir, der mir einfach erklärt hat, wissen Sie, Käfer, ich sitze jeden Abend zu Hause, ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Familie, meine Eltern, die leben in
paar hundert Kilometer entfernt. Ich weiß nicht, was ich tun will. Mir fällt einfach die Decke auf den Kopf. Also das sind schon Themen, die für die Menschen wahnsinnig schwierig sind. Also ja. Die sind da, die sind überall da. Ich denke dann manchmal auch darüber nach, dass wir natürlich auch, Herr Schmidt, wir alle drei sind privilegierte Menschen, uns geht es wahnsinnig gut. Wir sind privilegiert. Privilegiert, aber wir sind auch privilegiert, dass wir natürlich auch in einer Zeit leben, die auch im Prinzip nur immer nach vorne gegangen ist. Also ich denke da manchmal an meine Großeltern, die eben eine Kriegsgeneration waren was die durchmachen mussten. Also das kommt ja dann plötzlich auch. Also muss man auch wieder sehen, also dass wir da manches gar nicht so schlecht ist, aber es ist für die Kinder und für die ganzen Menschen nicht gut und wir brauchen einfach wieder diese Freiheit, dass wir rausgehen. Menschen sind einfach Leute, die Menschen sehen wollen und es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu sehen. Und Entschuldigung, wenn ich Sie da jetzt gerade zu Wort kommen lassen, aber für mich war heute ein Bild, das mir so richtig in den Kopf gegangen ist. Heute in der Früh kam, auf NTV glaube ich war das, kam ein Bild über London, wo alle Menschen im Freien draußen saßen, in Pubs saßen und einfach wirklich eben so glücklich waren. Du hast gespürt, für die war Weihnachten, Ostern, Neujahr, alles auf einen Tag zusammen. Und das ist das, wenn wir die Pandemie hinter uns haben. Hoffnung ist bald. Ich hoffe, ich bin auch eigentlich ein Verfechter, dass wir einen richtigen Shutdown machen. Klar ist die Frage, haben wir dann danach genug Impfstoff da oder haben wir in der Zwischenzeit so geimpft, dass es danach wirklich unter Anführungsstrichen fast vorbei ist. Also ganz vorbei wird es nicht sein, aber fast vorbei ist. Wenn wir das hinkriegen würden, dann wäre das die beste Lösung. Und dann werden die Menschen wieder, ich sag mal, mehr denn je feiern, mehr denn je in Theater gehen, in Kinos gehen, in alles das. Also einfach wieder soziale Kontakte zu haben. Leben genießen mit anderen. Das ist ein guter Zeitpunkt für unser zweites Bier. Lieber Flo, ich glaube, du bist auch schon auf dem Wege. Was bringst du uns denn jetzt? Also es sieht eigentlich für das ungeschulte Auge sieht es genauso aus wie das vorherige. Tatsächlich, es ist noch ein Ticken heller. Aber das andere war auch hell, ne? Ja, gehen wir mal gut auseinander. Unser zweites Bier ist ein feines Pilzchen, so haben wir es genannt. Es ist ein Ticken heller noch. Es ist ein Ticken stärker als die Erhellung, die wir gerade getrunken haben. Und wir haben geschaut, dass wir es ein bisschen an den Münchner Gaumen anpassen. Hier in München ist man dieses herbe, hopfenbittere Pilz, wie es viel im Norden getrunken ist, nicht so wahnsinnig gewohnt. Und dementsprechend haben wir die bittere ein wenig angepasst, dass man es hier auch gut trinken kann. Und jetzt muss ich ja gleich fragen, wie viel Prozent hat es denn? Da sind wir jetzt bei 5,5% Alkohol. Langsam geht's da oben. Ja, das reicht noch nicht, aber jetzt probieren wir das zuerst mal. So, zum Wohl. Also zum Wohl, schmeckt sehr gut. Das klingt ja so, lieber Herr Schmidt, wie wenn Sie schon vorher probiert hätten und alles schon wüssten. Nee, aber ich habe zügig aufgemacht und natürlich ganz schlechte Manieren gleich mal was getrunken, ohne auf das Prosten zu warten. Also ganz. Ja, und haben Sie eher eine nördliche Zunge, Herr Schmidt, oder eine südliche Zunge? Ich habe eine K&K-Zunge, weil meine Mutter kommt ja aus Brünn und mein Vater aus Karlsbad. Das heißt, bei uns zu Hause wurde Bämisch gekocht. Schweinebraten, Knödel, Bobildatschgerln, Vanillekipferl und so weiter. Also wir haben die Wiener Küche eigentlich bei uns zu Hause. Und das heißt, das Thema nördlich-südlich, das beschäftigt Sie gar nicht so arg. Was das Essen angeht, gut. Ich meine, ich bin ja jahrelang als Kabarettist auf Tournee gefahren. Und da weiß man natürlich den griechischen Bauernsalat und den Wurstsalat schwäbisch oder Wurstsalat schweizerisch zu schätzen. Früher gab es ja noch den Jugoslawen. Da gab es dann noch die Dalmatinerplatte mit 10 Kilo Fleisch und Juvec-Reis für 7,50 Mark. Aber das heutzutage ist das ja alles vegan oder sehr nachhaltig. Also wenn Sie auf Tournee sind, können Sie sich nicht leisten, allzu wählerisch zu sein, denn da hören Sie in den Gasthöfen und Hotels oft den Satz, wissen Sie etwa, wann Sie von der Vorstellung zurück sind, weil unser Koch ist dann schon weg
und dann stellt man ihnen so ein Essen vor die Hoteltür. Ja, müssen sie aufpassen, dass sie nicht reintreten, wenn sie nach der Vorstellung heimkommen. Ja, das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit. Ich war ja, als ich bei Lufthansa in Frankfurt war und dann bei Conti in Hannover und dann bei der Telekom in Bonn, ich war ja ein Wochenendpendler. Ja. Und das ist schon ein karges Leben. Also ich bin heilfroh, dass ich jetzt auch in Berlin einen wirklich eine Wohnung habe, wo ich unterkomme und wo man auch ordentlich kochen kann, wobei ich kein Koch bin. Ja, lieber Herr Käfer, wenn Sie Wirtschaftsminister wären, was würden Sie denn ändern in diesem Lande? Gut, ich würde sicherlich mehr, also als Wirtschaftsminister würde ich vielleicht noch mehr auf Unternehmer hören. Da mache ich auch die Unterscheidung zwischen den Großunternehmen, wie Sie es gerade haben, und natürlich auch uns Mittelständler, Familienunternehmen. Ja. Ich würde mich unbedingt mit dem Finanzminister zusammensetzen, weil ich glaube, dass man... Ich bin absoluter Verfechter des Spitzensteuersatzes, der ist in Ordnung, das ist gut. Dadurch haben wir hier eine einigermaßen gute soziale Ausgewogenheit in dem Land. Und es ist richtig, dass die Leute, die viel verdienen, sollen auch viel Steuern zahlen. Also das, so wie sie es jetzt sind, nicht so viel, nicht noch mehr, das ist klar. Aber das, weil sonst macht es keinen Spaß, weil dann macht es keine Freude mehr. Es drohen schreckliche Dinge, also daran muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Aber ich will es andersrum sagen, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass gerade Unternehmen, die schauen, dass sie das Geld im Unternehmen lassen bzw. im Unternehmen investieren, dass da steuerliche Anreize da sind, bessere als die heute da sind. Okay. Ja, also dass eine Körperschaftssteuer bei 30% liegt, finde ich einfach zu hoch, auch im Vergleich zum Ausland zu allem. Also einfach Geld, was im Unternehmen ist, was man investieren kann, was jetzt auch, ich sage mal, ich stehe heute auch hier ganz locker da, weil wir wirklich in den vielen Jahren gute Reserven fürs Unternehmen geschaffen haben, was wichtig war, was dich gerade in der Zeit, wo du eigentlich nur noch Verluste machst, dir hilft, die, neben allen staatlichen Hilfen, neben allen den Themen, ist einfach, wenn die Liquidität da ist, kann man diese Zeit gut überleben, kann locker sein, kann sich weiterentwickeln. Und da würde ich als Wirtschaftsminister mich ganz, ganz extrem mit dem Finanzminister zusammentun und sagen, bringen wir da irgendwelche Anreize, die gar sind. Herr Schmidt. Unter anderem, also sonst könnten wir jetzt stundenlang darüber diskutieren. Ja, aber ich bin natürlich an einem Punkt bin ich schon hellhörig geworden. Da könnten natürlich schon die Linken kommen und könnten sagen, wenn der Käfer das so schön verkraftet, dann können wir ihm erstens den Spitzensteuersatz noch mal toppen. Nein, eben nicht. Zweitens könnten wir eine Vermögensabgabe machen. Eben auch nicht. Was heißt da das? Könnten wir ein Stückle vom Käferrestaurant abschneiden und sozusagen woanders hinstecken. Ja, verstehen Sie? Ich meine. Nein, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich diesbezüglich ergänzen und genau auf den Punkt bringen. Ich sage, wie es momentan ist, ist in Ordnung. Ja, wie es momentan ist, ist in Ordnung. Aber das nicht mehr, mehr geht einfach nicht mehr, weil dann ist der Anreiz nicht mehr da. Und dann kommen wir einfach in ein System rein, wo man sagt, okay, für was arbeite ich, für was tue ich das und für was. Wir brauchen das Geld ja auch, um zu investieren, um weiterzukommen. Ja? Das ist ja das nächste Thema. Lieber Herr Schmidt, Sie muss ich was anderes fragen. Was fürchten Sie mehr? Korrupte Politiker oder die digitale Ära? Also korrupte Politiker halte ich für normal. Das ist ja für uns sind zwei Schocks. Erstens, wir halten uns ja für immer für moralisch ganz weit vorne. Jetzt plötzlich das. Das Einzige, was mich bei diesen korrupten Politikern stört, sind diese armseligen Summen, die da im Spiel sind, für die man sich und vielleicht auch die ganze Partei ruiniert. Ja? Also ich erwarte, dass da, wenn schon, dass da richtig hingelangt wird. Dass da, also in der Größenordnung Wirecard, Vatikan und so weiter, wenn ich da höre 300.000 Euro, 600.000 Euro, das reibt mir ja, da kann ich ja gleich Vorstand bei der Deutschen Bahn AG werden. Ja, also das ist ja ganz, ganz schlimm. Und die Digitalisierung, muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, aber ich bin so umgeben von Menschen, die sich da so weit auskennen, wie es geht. Aber ich kaufe Fahrkarten aus Papier, ich mache kein Online-Banking. Wenn ich irgendwas mit einer App machen muss, mache ich das einfach nicht. Also seit die Digitalisierung so populär ist, schreibe ich wieder Briefe auf Papier von Hand. Also Sie gehen im Grunde zurück zur Natur. Nein, Natur ist ja auch langweilig, das muss man sagen. Also
Was wäre ein Feld ohne ein Lied von Franz Schubert? Ja, das, nur dadurch nimmt man das ja überhaupt wahr. Nein, aber das ist, ich gucke mir diese ganze Aufgeregtheiten an. Seit ich Kabarett mache, ist mir schon mindestens 10-mal der Weltuntergang versprochen worden. Wie gesagt, noch immer dreht sich unsere Scheibe. Und meine Erfahrung ist, morgen läuft eine andere Sau durchs Dorf, das mit der Digitalisierung wird kommen. Aber ich kenne so viele Ecken in Deutschland, wo man ohne Digitalisierung blendend durch den Tag kommt. Also ich sage es mal so, für mich reicht es noch. Wobei darf ich da? Gibt es irgendetwas, wovor Sie sich fürchten? Nein. Also ich bin ja katholisch. Das heißt, ich gehöre einer komplett problemfreien Gruppierung an. Und wir denken ja in Ewigkeitenbereich. Und da können schon mal 500 Jahre ein bisschen ungünstig laufen. Aber ehrlich gesagt, per Zufall, ja, per Breitengrad, Längengrad und Geburtsdatum haben wir, wie auch Herr Käfer sagt, schon eine ganz sehr, sehr, sehr günstige Phase erwischt. Und ich habe kürzlich ein Interview mit dem Chef von Ärzte ohne Grenzen in Afrika gesehen, die sagt, die Afrikaner sehen das auch entspannter, weil sie sagen, endlich mal ein Virus, was nicht gleich tödlich ist. Wir haben Ebola, wir haben HIV, wir haben 2,5 Millionen Malaria-Tote, wir haben Dengue-Fieber, Chikungunya-Fieber und. Es ist so ein bisschen der Eindruck, was erlaube Virus, dass das plötzlich im Westen auftaucht. Und jetzt müssen wir halt damit umgehen und uns darauf einstellen. Aber da steht ja nirgends geschrieben, dass es nicht noch uns mit einer heftigeren Variante oder einem viel gefährlicheren Virus trifft. Also muss man eben damit umgehen. Es bleibt ja mehr nichts anderes übrig. Sind Sie ein Mensch mit Gleichmut? Ich bemühe mich. Ja, ich bemühe mich, eine Balance zu finden zwischen Stoizismus und geht mir doch am Arsch vorbei. Ich kann nicht immer unterscheiden, was ist, aber in der Schnittstelle ist es eigentlich relativ gut auszuhalten. Waren Sie vor 30 Jahren genauso? Nein, da war ich so ein vom Ehrgeiz zerfressener Kleinbürger, ja, der also Karriere machen wollte um jeden Preis, der auf die größten Plakate in London und am Broadway wollte. Und nachdem ich das fast geschafft habe, muss ich feststellen, so toll ist es auch nicht. Da lasse ich mich lieber von so einem Kinderzimmersessel in eine Brauerei in Giesing schalten, ist eigentlich unterhaltsamer. Ja, also dieser Sessel ist ja kein rotes Sofa. Es ist so eine Art rotes Chaiselong, ne? Orange. Orange. Ja, also das ist ja wie auf den Plakaten in München. Sagen Sie mal, wieso haben Sie eigentlich einen FDP-Politiker unterstützt? Womit? Dass Sie hier sind. Ja, ich schätze Sie. Sie haben den Satz, wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung des Alterspräsidenten des Bayerischen Landtags, dem verehrten Helmut Markwort. Und da habe ich von Ihnen den Satz gehört, mit dem ich seither hausieren gehe und auch schon ganz gutes Geld verdient habe, als Sie nämlich emotional gerufen haben, warum haben wir in Deutschland 3 Autokonzerne, aber bloß eine SAP? Und das reicht eigentlich schon bei einem mittleren DAX-Konzern mittlerweile. Das, ja, der Spruch trägt. Mit dem kann man wirklich eine ganze Stunde füllen. Weil Audi und VW ist ja im Grunde eins, ja? Ja, also jetzt könnten wir fast aufs Bier 3 gehen. Mhm. Lieber Flo. Machen wir. Wie nennen dich deine Freundinnen und Freunde? Flo oder? Hauptsächlich Flo. Flo, also nicht so Florian. Nein, tatsächlich. Flo. Flo. Ja, oder Flori. Florian ist auch ein ziemlich bayerischer Name, ne? Ja, Flori, sagt man auch. So, was gibt's jetzt? Alle zu Hause bitte fertig machen zum Öffnen, das dritte Bier kommt. Ihr müsst übrigens wissen, viele, viele hunderte Gäste haben das Giesinger Bier bestellt. Richtig toll. Also ihr könnt mal sehen, was so eine typische Münchner Brauerei, was die alles auf die Beine stellt. Ja, was ist? Oh, das ist jetzt dunkler. Das ist jetzt dunkler, genau. Jetzt sind wir bei unserem Innovator. Oh ja, sehr schön. Genau, also ein Tor. Zum Anfang des Jahres gibt es in München immer die Toren.
Das heißt, Biere, die mit Tor auf Ende enden. Ein Doppelbock, ein Dunkler. Genau, und im Endeffekt ist er entstanden, da wir zwei Nachbarn haben. Wir haben einmal direkt gegenüber die Heiligkreuzkirche und nebenan die Lutherkirche. Auf unserem Logo, die Flaschen bestellt haben, haben es gesehen, ist eigentlich immer die katholische Heiligkreuzkirche drauf. Dann kam vor einigen Jahren mal unsere Nachbarin, die Pfarrerin von der Lutherkirche und hat gefragt, ob es da nicht mal möglich wäre, dass wir ihre Kirche mit aufs Logo nehmen. Und so ist dann im Endeffekt unser Innovator entstanden. Wie viel Prozent? 7,1. Reicht auch noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, ja? Ja. Dunkles Bockbier. Sehr schön. Wir können ja zwei Biere miteinander mischen, da kommen wir auf. Ja. Also zum Thema Innovator fällt mir ja vieles ein. Ich bin ja der innovationspolitische Sprecher der FDP. Das ganze Thema, wie können wir wirklich, altes Thema, warum haben wir 3, 4 Automobilkonzerne und eine SAP? Das ist nicht in Ordnung. Ne? Und wir brauchen digitale Hidden Champions. Also die Wirtschaft, die muss wieder Spielraum haben, unternehmerisch tätig zu sein. Ich habe es bewusst nicht gesagt, sie muss das und das kriegen, sondern sie muss wieder Freiheit kriegen damit. Ja, halt Augenblick. Flo, ich habe noch gar nicht probiert. Ich habe jetzt hier. Nur geredet. Ich habe nur geredet. Tut mir sehr also nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Ah, der Flo passt auch auf, dass wir nicht zu viel trinken. Denn bei 7% ist ja schon einiges drin jetzt. Ne? Ich war ja, als ich hier Lehrling war, ich war ja vor einer Woche. Habe ich ja Bierbrauerlehre hier gemacht, hatte so eine lederne Schürze und Schaftstiefel und musste da Gerste abwägen und habe dann den Spruch geprägt, die einen wiegen Cannabis und die anderen wiegen Gerste. So ist es. Ja, also, zum Wohl nochmal. Das Wohl. Tut gut. Ja, das ist doch ein feiner Tropfen. Ah, ja. Lieber Harald Schmidt, als passionierter Kirchenorganist, jetzt haben Sie ja gehört, wegen der evangelischen Kirche hat man extra ein Innovatorbier gemacht, damit die evangelische Kirche da drauf kommt. Da vergießen Sie ja sicher eine ergriffene Träne. Wegen der evangelischen Kirche? Wegen der Ökumene. Ja, also ich hatte ja Orgelunterricht beim evangelischen Kirchenmusikdirektor in Nürtingen, Herrn Otto Lehmann. Und natürlich hat die evangelische Kirche den vermutlich größten Komponisten aller Zeiten, Bach. Aber ansonsten bin ich natürlich bei allem Desaster, was zurzeit in meiner Kirche herrscht, nicht abzubringen von der Liturgie und vom Prunk. Und jedes Mal, wenn ich im Vatikan stehe, sage ich, Bingo, dafür zahle ich meine Kirchensteuer. Also das ist schon, ich schätze die evangelischen Damen und Herren sehr, aber wenn ich sie da vorne in diesen kargen, feuchten Gemäuern sehe mit ihren Talaren und dem Bäffchen, dann sage ich mir, es ist wunderbar und wir alle glauben an denselben Gott, aber... mit so ein Hochamt in Speyer oder in Worms oder auch im Kölner Dom, ja, wo wir zurzeit ja ganz, ganz finstere Stunden erleben, hat schon was. Ja, also das ist ja zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite viel Purpur und viel Prunk und Gold und Weihrauch und Myrrhe. Ich war ja selber Ministrant. Ja. Und auf der anderen Seite einen Kölner Erzbischof, Wölki, der nicht Päderasterie in der katholischen Kirche aufarbeitet. Nein, also man könnte es direkt dahin, die Schwierigkeit bei der katholischen Kirche ist ja, dass man jetzt zum Beispiel, der Papst sagt, homosexuelle Paare dürfen nicht gesegnet werden. Jetzt sage ich, solange Homosexuelle noch segnen dürfen, ist ja noch nicht alles verloren. Ja? Aber was da in der Kirche
was da in der Kirche passiert, ist natürlich desaströs. Und die Kirche hat das überhaupt nicht im Griff, das kompromisslos anzugehen. Und zwar so, dass man wirklich auch den Eindruck hat, die Kirche befindet sich ohne Wenn und Aber auf dem Boden des Rechtsstaats. Ich sehe das als Katholik mit Sorge und mit Ärger. Ich sehe auch vor allen Dingen keine Möglichkeit, wie die Kirche da rauskommen will, weil es wird alles immer noch verworrener und noch ein Gutachten und noch mehr Persönlichkeitsrechte müssen hier geschützt werden und immer mehr Betroffene sind ja tot, Täter und Opfer. Also das ist vor allem für Hardcore-Katholiken, wie zum Beispiel meine Mutter und so, ist das der Punkt, wo es wirklich kritisch wird für die Kirche. Aber wir reden hier natürlich aber auch über die Kirche speziell in Deutschland. Wenn Sie Kirche in Südamerika oder in Afrika sehen, wo es Menschen doch wesentlich schlechter geht als uns materiell, da sieht die Situation anders aus. Aber für die katholische Kirche in Deutschland sehe ich keine allzu rosige Zukunft. Ist diese Sklerotisierung von Institutionen, Staatsapparaten, Kirchen, Hochschulen, Max Planck, ist das Symptom einer alternden Gesellschaft, jetzt haben wir gerade Innovator getrunken, einer nicht mehr sich erneuernden Gesellschaft? Wo sehen Sie den Kern an dem Thema? Schwierig. Ich glaube aber, dass man doch vielleicht zunehmend das Gefühl hat in größeren Teilen der Bevölkerung, dass so in eine Institution nicht nötig ist, also dass sich das irgendwie alles von alleine regelt. Und man muss ja gar nicht weit gucken, um zu sehen, wie es aussieht, wenn solche Institutionen nicht mehr funktionieren, wenn die ausgehöhlt werden. Und ich war ja mal für ein paar Stunden Tatortkommissar und da haben wir eine Vorbereitung gemacht mit echten Kommissaren und die sagen, wir erleben es immer häufiger, dass der Satz, ich hole die Polizei, keine Wirkung mehr hat. Und die Frage ist, wo kann man sagen, wäre denn Anfängen? Ist es so, wie gesagt wird, dass ja die Mittel und die rechtsstaatlichen Möglichkeiten da wären, sie müssen nur angewendet werden. Aber ich halte es für leichtsinnig zu sagen, wir brauchen keine Institutionen und das regelt sich schon irgendwie von alleine. Denn wenn das erstmal zu Bruch gegangen ist, dann glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, das wieder instand zu setzen. Und dann könnte es auch ein bisschen ungemütlich werden. Das ist übrigens das Gleiche wie mit der deutschen Automobilbranche. Wenn sie kaputt ist, entstehen die Teslas der Deutschen nicht wie Pilze aus dem Boden. Das ist richtig, aber da ist mein Eindruck, dass man da doch jetzt den Schuss gehört hat. Nachdem Freund Elon ja im Brandenburgischen erstmal baut und sagt, die Genehmigung müsste jede Stunde eintreffen. Und jetzt wird richtig Geld in die Hand genommen, denn die Ingenieurkunst ist ja vorhanden bei der deutschen Automobilindustrie. Also die wissen ja, wie es geht. Und mein Eindruck ist, im wahrsten Sinne des Wortes wird jetzt Gas gegeben, umweltverträglich natürlich. Und das ist noch aufzuholen, weil ich habe in meinen Berufsjahren gelernt, dass man sehr vorsichtig sein muss mit negativen Formulierungen. Aber sagen wir mal so, die Leute, die bereits ein Elektroauto vom Marktführer fahren, vom derzeitigen, sagen, dass die deutschen Handschuhfächer doch einen Zacken zuverlässiger zu schließen sind. Was nichts gegen die tolle Konkurrenz heißen soll, aber also wenn unsere Autoindustrie mal richtig zeigt, was sie drauf hat, denke ich mal, sind wir wieder da, wo der deutsche Fußball vor 40 Jahren war. Ja. Ja, aber das heißt aber auch, dass wir einer solchen Branche nicht die Luft abschnüren dürfen. Nee. Denn sie braucht ja im Grunde das Geld aus dem heutigen Geschäft, um die Zukunft zu gestalten. Denn die Investitionen kommen ja nicht aus der Steckdose, sondern die kommen im Grunde aus dem, was man heute hat und heute verkauft und sozusagen innoviert. Zum Glück haben die den Schuss gehört. Wenn sie den Schuss nicht gehört hätten, wäre ich jetzt viel bitterer. Ja, aber da vertraue ich auf unsere chinesischen Freunde, die ja wirklich kaufen, was das Zeug hält.
Also ich habe jetzt gerade von meinem Nachbarn gehört, der muss fast ein Jahr auf die neue S-Klasse warten. Ja, das sind ja Schicksale, weil der Chinese natürlich sich was gönnen will und kauft, dass es eine wahre Freude ist. Aber wer schnürt denn der Autoindustrie das, die Luft ab? Also Stefan Weil doch nicht, oder? Also Kretschmann ist ja eigentlich auch, sagt, wir müssen die Ökologie mit dem Sitz von Porsche und Daimler in Baden-Württemberg. Also wer macht denn da Abschnürversuche? Naja, also die Grünen, die haben schon kräftige Attacken gefahren gegen das Auto. Die Fahrverbote, die symbolisieren ja nicht nur wir wollen reine Luft, sondern das Auto hat keine Zukunft. Und du, lieber Handwerker, mit deinem Diesel, dich enteignen wir sozusagen gleich mal, indem du nicht mehr in die Stadt reinfahren darfst. Das sind schon kräftige, massive Argumente, die da kommen. Und jetzt noch was zum Tesla. Selbst wenn das Handschuhfach vielleicht nicht so fein gearbeitet ist, ja, aber das Tanken. Ich höre, also ich habe technisch keine Ahnung, ich habe kürzlich einen Test gelesen, glaube ich Spiegel Online, da fuhr einer von München nach Zagreb und mit einem Porsche, mit einem Elektro-Porsche, und da irgendwie, der braucht eine Stunde, bis der getankt ist, also bis der Strom hat und so, und dann muss man auch wissen, wo eine Stelle ist, also da freue ich mich. Und der liebe Tesla, der Elon Musk, der hat halt seine Ladestationen in ganz Europa. Der hat nämlich verstanden, wer heute Geschäft machen will, der muss in den Service gehen. Der muss die Ladeinfrastruktur schaffen, und so, dass die Ängste weg sind, dass das Auto. Ich hab ein Mini, einen elektrischen Mini, und wir sind vor kurzem in der Nähe von Ingolstadt stehen geblieben, weil die Ladestationen gar nicht mehr funktioniert haben. Aber okay, das Land hat es, der Warnschuss ist verstanden, aber lieber Herr Käfer, wenn wir jetzt so die Automobilbranche diskutieren, die Gastronomie, denken Sie auch an Zukunftskonzepte? Gibt es ein Tesla für die Gastronomie? Was denkt der Michael Käfer über seine Branche und sein Geschäft in der Zukunft? Also ganz klar, das ist jetzt die Chance in der momentanen Pandemiephase, wo wir drin sind, sich Gedanken zu machen, wie ist die Zukunft. Ja. Also einmal, ich bin schon auch so ein Fan, da wollte ich fast vorher eingrätschen, so ein bisschen der Digitalisierung. Ja. Ja, aber aus einem anderen Grund, weil ich Digitalisierung mit dem Wort Produktivität gleichsetze. Und in meiner Branche ist sehr, sehr viele Themen sind da noch da, wo man produktiver werden kann. Ob das in Küchenabläufen sind, ob das generell in vielen, vielen Abläufen sind, aber ja nicht da, wo die Menschen da sind, also ja nicht irgendwo, dass dich irgendwann mal ein Roboter, dass der dich servieren würde oder sonst irgendwas. Das müssen Menschen machen, das müssen wunderbare Servicekräfte machen. Also da ist das Menschliche wichtig. Also darum, Digitalisierung an vielen Punkten ist eine riesengroße Chance, und dann hat sich schon, ich sag mal, unsere Lebenseinstellung ein bisschen geändert. Also es ist, ich gehe jetzt auf grüne Themen, dass CO2-Verbrauch da ist, dass solche Themen da sind, und es bedeutet natürlich auch innerhalb der Ernährung, dass einfach die Ernährung mit Fleisch sich ändern wird. Also für mich ist Fleisch die Beilage der Zukunft. Also du brauchst nicht mehr die berühmte jugoslawische Schlachtplatte oder die bayerische Schlachtplatte, sondern du hast vielleicht das kleinere Stück Fleisch, das anstatt 150 Gramm vielleicht nur noch 90 Gramm hat, und gerade die Gemüsesorten. Und da gibt es wunderbare Themen, das ist nicht nur ein Zeitgeist, das ist eine Lebenseinstellung, die da ist. Wir werden planen das gerade, macht mir auch furchtbar viel Spaß. Wir werden jetzt im August ein erstes veganes, vegetarisches Restaurant, aber ein lustiges eröffnen. Lustig meine ich das. Ein also Restaurant? Kein, ja, aber jetzt kein ideologisches, ja. So, ich sag mal so Birkenstock-mäßig, ja. Sondern da ist eine Bar drinnen, da gibt es lustige Musik. Ich sage es mal, für uns Männer kann es ganz spannend sein, wenn du dann an der Bar stehst. Also ich nicht mehr, bin ja glücklich verheiratet, alles toll, aber vielleicht ein paar Jüngere, die dann eben vegetarischen Damen zuschauen oder umgedreht die Damen, die den vegetarischen Jungs zuschauen. Ja, ich weiß es, habe da einen Fehler gemacht, aber ich habe den vorher schon mit der Steuer gemacht. Ja, beide haben den Zeigefinger gehoben. Nein, aber das hat toll. Nee, aber wir machen das auch, weil es einfach wirklich nicht nur eine
der Konsument das will, sondern ja, ich finde es auch gut, macht auch richtig, wenn man nicht mehr so viel Fleisch isst, wenn man sich so ernährt, da gibt es tolle Geschichten, gibt es wunderbare Küchen, die aus dem arabischen Bereich kommen, israelische Küche, geniale Küche, die eben fast fleischlos teilweise ist. Also spannende Themen, da arbeiten wir dran, haben wir auch richtig gute, junge Köche, denen das Spaß macht und da freue ich mich richtig draußen. Das Lokal muss natürlich in sich auch stimmig sein, also muss natürlich dann auch, soweit es geht, nachhaltig die Möbel sein, das sein, also ja, all diese Dinge nach, was geht da? Wir werden nichts hundertprozentig lösen und da wird es auch irgendwo mal ein Plastik geben oder sonst was, aber einfach alles wegtun und weniger machen und darüber nachdenken. Also das ist eine Riesenchance für die Branche. So, meine beiden Freunde, wir haben ja eine Unmenge Fragen bekommen. Die von den Trollen haben wir schon aussortiert. Marco Fröhlich fragt, trinkt Harald Schmidt mehr Bier oder mehr Rotwein? Mehr Bier. Ich bin kein Rotweintrinker. Wenn, dann trinke ich gerne unseren deutschen Riesling. Das soll nicht abwertend gegen internationale Riesling-Produzenten sein, muss man gleich immer jetzt dazu sagen. Ja? Aber das ist politisch inkorrekt, ne? Ich glaube, man diskriminiert niemanden, wenn man sagt, der deutsche Riesling ist Weltklasse. Und Rotwein ist für mich mehr so philosophisch, nachdenklich, so Kamingespräche, Schatz, lass uns mal reden. Und ich halte mich da an einen, den vielleicht die ältere Generation noch kennt, Karl Schmidt aus Plettenberg, von dem ich gelesen habe, dass er Weißwein gegen den Durst getrunken hat. Und das finde ich eine schöne Tradition, die man nicht aussterben lassen sollte. Weißwein gegen den Durst, das ist schon mal ganz gut. Die nächste Frage kommt von Professor Franz Kromka und da bitte ich Sie um ein schnelles Ja oder Nein. Frage an Sie. Kann Bier trinken die Gefahr einer Corona-Infektion verringern? Nein. Nein. Gibt es Ansteckungsunterschiede zwischen den verschiedenen Biersorten? Nein. Ja. Aha. Nora Krümpelmann fragt, wie kann man es schaffen, die nun endlich begonnene Digitalisierung der Schulen fortzuführen und weiterzuentwickeln? Das ist die Frage für den Politiker Thomas Sattelberger. Erstens, verpflichtende Medienkonzepte für die Schulen. Zweitens, Pflichtschulungen für die Lehrerinnen und Lehrer, die aber auch nachgewiesen werden müssen. Und wo es uns keine Beförderung und keine Gehaltsentwicklung gibt, wenn man nicht auch eine Weiterbildung gemacht hat. Und dass man digitale Unterrichtsformen für kranke Schüler zum Standard erklärt. Und dann hätte man sozusagen etwas geschafft. Aber Ihnen, lieber Harald Schmidt, liegt noch was auf der Zunge. Ja, ich würde erst mal sagen, wir brauchen Top-Lehrer. Und mit meinem todsicheren Gespür für ganz massentaugliche, mehrheitsfähige Meinungen, wir brauchen mehr männliche Lehrer, die pubertierenden Jungs zeigen, was eine klare Kante ist, die eine klare Ansprache an die haben. Jungs in diesem Alter sind in meinem Eindruck in unseren Schulen momentan ein bisschen alleingelassen. Und ich weiß, dass das auf ganz, ganz große Zustimmung in den Gender-Bereichen stoßen wird. Aber das ist meine Erfahrung und das ist meine Meinung. Und mir geben auch hinter sehr vorgehaltenen Händen junge Lehrer recht. Wie sehen Sie das, lieber Michael Käfer? Das mit den Lehrern, das ist ein Punkt, den habe ich noch nie so genau nachgedacht und den finde ich absolut richtig. Also die Jungs brauchen die Kante, das ist richtig, das ist das irgendwie was. Sicherlich ist, wir haben das vorher schon gemacht, wir müssen über unsere Schulen nachdenken, wir müssen über die Ausstattung nachdenken. Sie haben vorher Schmidt das Beispiel gebracht mit den tropfenden Wasserhähnen, dass wir die also auch erstmal richten müssen, also die Grundsubstanz mal richten müssen. Was aber das Allerwichtige ist, dass wir dieses Thema Bildung als einen absoluten Schwerpunkt auch in unserer Politik nehmen. Das ist auch eine Bitte an Sie. Also auch dieses Thema Bildung, weil letztendlich sind wir ein Land, der größte Rohstoff, den wir haben, das ist der Kopf, den unsere Menschen haben. Und ich bin dankbar, dass ich in diesem Land geboren bin und liebe dieses Land und schätze dieses Land. Und was sind die deutschen Tugenden? Die kommen aus dem Kopf raus. Wir haben kein Öl, wir haben alles nicht. Und warum fördern wir das nicht?
Warum machen wir da nicht mehr? Warum unterstützen wir da die jungen Leute nicht mehr und wären da noch stärker? Also das ist wirklich diese große Bitte an die Politik, egal welchen Couleurs, bitte machen Sie da, tut da mehr und macht unsere Schüler einfach zu den Besten auf der Welt. Ja, und da bin ich übrigens bei Ihnen, lieber Harald Schmidt, wenn sich Jungen und Mädchen nicht mehr auf die Toilette trauen, weil die schimmelt, dann hilft der beste PC nicht. Wir brauchen im Grunde, wir brauchen in der Hardware und in der Software den Durchbruch. Vielleicht so, jetzt kommt eine ganz böse Frage vom Sven Semmet. Nachdem Sie zu jung sind, Herr Käfer, brauchen Sie nicht antworten. Hallo Thomas, hallo Harald, wie wollt ihr zwei alte Säcke die Generation Z abholen? Bitte schön, der Herr. Erstmal, Sven heißt der Fragesteller. Wie heißt der Fragesteller mit Vorname? Sven. Ja, Sven. Für dich heißt das nicht Hallo, sondern sehr geehrter Herr Schmidt, hochverehrter Herr Sattelberger. Ja, so fängt schon mal an. Die Generation Z kann alleine gucken, wie sie vorankommt. Ich werde den Teufel tun, die abzuholen oder wie wir auf der Schwäbischen Alb sagen, I don't give a shit. Alles klar? Das darf natürlich der Politiker Thomas Sattelberger nicht sagen, der bei TikTok sich abrackert, dass er jetzt 130.000 Follower hat. Junge Mädchen und junge Buben, die begeistert schreiben, Ehrenmann. Ja, also ich bemühe mich schon, dass ich sozusagen verstehe, was bei den ganz jungen tickt, denn das sind ja im Grunde die jungen Menschen, die 2021 oder 2025 wählen. Na also, die Schwäbische Alb ist die eine Stimme, die ist sehr rau. Ich weiß das, mein Großvater war Bauer und Metzger und ich habe vor seinem Pflug habe ich die Steine weggeholt vom Acker als Vierjähriger. Ich kenne diese raue Ansage, I don't give a shit. Macht es mal einfach. Ich muss natürlich sehr viel pädagogischer. Nein, ich will wirklich die junge Generation, will ich ein Stück gewinnen. Ja, dann fragt der Josef Schneider. Warum ist uns China, Singapur im Lockdown voraus und Israel und Großbritannien beim Impfen voraus? Da haben Sie ja schon ein bisschen was gesagt, Herr Schmidt. Und warum haben wir in Deutschland diese Diskrepanz zwischen Machen in Staat und Wirtschaft? Also dahinter steckt wohl die Frage, in der Wirtschaft gibt es die Macher und im Staat gibt es die Nichtmacher. Herr Käfer. Die Antwort ist relativ einfach, weil du natürlich, wenn du im Staat arbeitest, ich sage mal, meistens eine gesicherte Position hast und meistens irgendwie abgesichert bist. Und in der Wirtschaft bist du einfach nicht abgesichert, auch wenn Kündigungsschutz, wenn es alles gibt, wenn du deine Leistung nicht bringst, wenn du deine Leistung als Mitarbeiter nicht bringst, wenn du deine Leistung als Unternehmer nicht bringst, dann bist du einfach durch und immer wieder nach vorne denkst, nach vorne auch machst. Auch das ist eine Fähigkeit, die nicht so viele Leute haben, die einfach sagen, okay, wir müssen jetzt schon übermorgen nachdenken, wir müssen das machen. Und darum finde ich es, darum ist es auch sicherlich ein Thema, dass wenn man der Wirtschaft mehr in dieser Pandemiephase, in dieser besonders in der Impfgeschichte, mehr der Wirtschaft gegeben hätte, du merkst es jetzt schon mit den Hausärzten, plötzlich haben wir 600, 700.000 Leute, die geimpft werden. Ganz einfach. Ja? Einfach ein Hausärzten es ist alles so einfach. Und warum macht man es kompliziert? Und das kann die Wirtschaft halt meistens viel, viel besser, als es die Politik kann. Die Politik kann aber viele andere Dinge gut. Ja, also gar nichts gegen die Politik kann Gesetze machen, soll Gesetze machen, soll sich um andere Dinge kümmern. Also Rahmen setzen, klare Themen, wie geht man ran, aber dann bitte die Wirtschaft machen lassen und auch das nach der Pandemie, wenn wir die Wirtschaft machen lassen, Wirtschaftsminister mich gefragt, lass die Wirtschaft machen und dann werden wir uns so gut gehen wie nie zuvor. Wie sehen Sie das, Herr Schmidt, mit dem Machen und Nichtmachen? Ist eigentlich weit außer meiner Kompetenz. Ich würde sagen, unsere Freunde in Singapur und China kommen mit dem Impfen besser voran, weil dort die persönlichen Freiheitsrechte etwas virtuoser interpretiert werden im Vergleich zu uns. Da muss man sich auch entscheiden, was man möchte. Aber wie gesagt, also der Bereich Wirtschaft machen, das ist mir
Verstehe ich nichts davon, ja. Wir hatten beim Fernsehen immer die Devise senden und hinterher Einvernehmen herstellen. Also wir haben auch erstmal gemacht und dann geguckt, was passiert. Ist manchmal ein bisschen schief gegangen, aber unterm Strich sind wir damit nicht schlecht gefahren. Aber es war natürlich ein geringer Teil in einer sehr speziellen Branche. Für die Gesamtwirtschaft verstehe ich nichts davon. Also ich würde das ist ähnlich sehen. Ich meine, Singapur ist jetzt keine Diktatur, aber ein relativ autoritär geführtes Land. Und China ist eine Diktatur. Und ich meine, da muss man halt klar entscheiden. Steht man für die Freiheit und ist einem die Freiheit wichtiger, als sozusagen relativ schnelle Impfungen, die Schließungen von Wuhan, die Drohnen, die im Grunde die Menschen in ihre Häuser zurückkriegen, die digitale Überwachung, da muss man klar sein Bekenntnis ablegen zum Thema. Simon Ohlmeier fragt, was halten Sie von einem Recht auf Homeoffice? Und da wollte ich doch den Oktoberfestwirt Käfer, wollte ich mal fragen, was er denn von einem Recht auf Homeoffice hält. Also einmal, wir wollen, dass jeder soll machen, was richtig ist. Und es gibt sicherlich Punkte, wo man Dinge zu Hause, Themen einfacher machen kann. Ich komme aus der Dienstleistungsbranche, also alles in der Dienstleistung ist so gut wie nichts im Homeoffice machbar. Vielleicht bei uns eine Buchhaltung, wenn jemand Rechnungskontrolle macht oder sonstige Themen macht, wo du ganz klar die Themen abarbeiten kannst. Ich halte nur einfach nicht so viel davon, zu Hause zu sitzen. Auch wer schafft es wirklich zu Hause, die Disziplin zu haben, aufzustehen, sich anzuziehen, das zu machen, sich nicht ablenken zu lassen, dass wieder mal irgendwas von Amazon kommt, dass irgendwas Spannendes im Fernsehen ist, dass irgendwas übertragen wird, dann wieder auf, dann abzubrechen oder sonst irgendwas. Also ich bin kein großer Fan von Homeoffice, sehe es aber auch, dass es sicherlich eine Variante ist, die kommen wird und wo teilweise dem Themen machbar sind. Also meine Interpretation, es wird vielleicht ein Tag oder was, wird vielleicht ein Homeoffice sein. Es wird sich die Kultur, wenn man im Büro arbeitet, verändern, aber nicht so stark, wie man sich es vorstellt. Okay, das heißt ein sich also etwas öffnender, konservativer Unternehmer, konservativ an dem Punkt. Hundertprozentig konservativ an dem Punkt. Ja, okay. Wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Recht auf Homeoffice? Also ich selber kann damit nicht viel anfangen, weil während meiner Show sind die wertvollsten und besten Ideen per Zufall am Kaffeeautomaten entstanden. Das heißt, man steht da, es kommt eine Kollege, hallo, wie geht's? Ach, mein Schwager hat so einen Stress. Ja, was denn? Ja, der hat gebaut, dem haben sie aus Versehen Waschbecken im Schlafzimmer reinmontiert. Ah, super Idee, dann machen wir doch am Abend Waschbeckentests. Ja, also das heißt, die besten Ideen sind entstanden durch zufällige Begegnungen auf dem Parkplatz, auf der Treppe oder man hört irgendwie einen auf dem Flur toben, weil der ist rausgeflogen, weil dieser faschistoide Mieter die Miete bezahlt haben wollte und so. Und das alles fällt ja im Homeoffice weg und diese zufällige Sache und dieses Atmosphärische durch Blicke, durch Atmer, durch wer guckt schon wieder unterm Tisch auf beide Handys und so, das war für das, was ich gemacht habe, unerlässlich. Ich komme jetzt in der Situation gut mit Homeoffice zurecht, aber für das, was ich gemacht habe, brauche ich den Kontakt mit dem Team. Deswegen habe ich mir da gar nicht groß Gedanken drüber gemacht. Also ich kenne auch zu viele Leute, die wirklich froh sind, wenn sie morgens sagen, tschüss Schatz, ich bin dann weg. Und auch, dass die Frau oder der Mann hinterher sagt, tschüss Schatz und einen schönen Tag. Also selbst ich habe im häuslichen Kreis schon häufig den Satz gehört, bitte geh wieder arbeiten. Ja, also mir geht es genauso. Ich finde es vollkommen richtig, dass ein Arbeitgeber begründet, warum es nicht geht oder geht, so wie das in Holland üblich ist, dass man den Menschen sagt, aus dem und dem Grund möchte ich das nicht und dass sie ihr Argument bringen und der ein Gegenwort haben darf und dass man sich dann verständigt. Das finde ich eine legitime Sache. Zum Zweiten gibt es Branchen, wo das Thema Innovation und Kreativität zutiefst mit der Interaktion von Menschen zu tun hat, mit dem Treffen, mit dem Begegnen etc. Also typisch, ich sage immer, typisch sozialdemokratischer Vorschlag, ein Weg der Lösung für alle, keine Differenzierung drin. Ja, Mark Meyer fragt, was unternehmen Sie am ersten Tag nach dem Ende des Lockdowns? Lieber Harald Schmidt, was machen Sie, wenn alles vorbei ist?
bleibe ich ganz ruhig zu Hause sitzen, weil ich weiß, dass draußen alles durch und dass schon spätestens im ZDF heute Journal Lebensfreude pur befohlen wird. Die lasse ich erst mal ein paar Monate an mir vorbeiziehen und dann gucke ich wieder um die Ecke, wie es so aussieht. Ein Käfer am ersten Tag, wenn das alles vorbei ist. Der steht hoffentlich in einem seiner Lokale, da wo es richtig zugeht und alles... Jede Hand zur Hilfe da ist und dann werde ich mich irgendwie hinten hinstellen am Kaffeeautomaten oder vielleicht sogar Bierzapfen oder irgendwie an die Spülmaschine hin, da wo man mich gebrauchen kann, weil so viel kann ich auch nicht mehr. Und werde da wirklich dazu helfen und einfach die riesengroße Freude haben, dass da glückliche Gäste rausgehen. Und das siehst du ja, wenn die so ein Lächeln haben. Und da bin ich jetzt wie, das ist der Applaus für den Gastronomen ist, wenn so ein Gast rausgeht und wenn er so lächelt und wenn man sieht, okay, der hat einfach einen schönen Abend gehabt oder einen schönen Nachmittag gehabt. Das ist das Schönste, was es für uns gibt. Und das, sowas werde ich dann genießen, ganz zum Schluss, wenn die alle gehen. Also bei mir ist so, mir geht es so wie dem Herrn Schmidt. Ich werde wahrscheinlich meinen Tag genauso machen, wie ich ihn jetzt auch mache und werde mich aber gleichzeitig freuen, dass es Menschen gibt, die es anders genießen. Ich werde aber keine Jubelfeier machen und die beschworene Freude über die Freiheit, ich meine, ist ja sowieso spannend, man gibt dir dann wieder zurück deine Freiheit. Also das ist fast wie wenn der liebe Herrgott sozusagen der Staat, die dir die Freiheit wiedergibt. Also allein dieses Paternalistische. Naja, dann fragt ein Thomas Hummel, die erfolgreichsten Jahre der Harald-Schmidt-Show waren die Jahre 2000 bis 2003. So habe ich das übrigens gar nicht in Erinnerung. Damals war das politische Klima relativ liberal. Hat die Sendung davon profitiert? War damals mehr Provokation und mehr Humor möglich als heute? Also, das glaube ich schon, ja. Wir haben uns damals überhaupt keine Gedanken gemacht. Das einzige Kriterium war das Grundgesetz. Und damit sind wir gut gefahren. Heute gibt es ja diese Volksaufregung. Es gab ja damals, in dem Sinn wie heute, noch kein Internet. Ja? Ein falscher Halbsatz heute, einmal falsch Luft geholt und halb Deutschland ist empört. Also wenn ich diese Zahl, ich höre die immer, die erfolgreichste Zahl war von 2000 bis 2003. Und da sage ich immer jungen Menschen, die in den Beruf gehen, das ist die eigentliche Leistung. Eine Show, die 3 Jahre lang gehypt wurde, 20 Jahre lang im Programm zu halten. Also das ist eine wirtschaftliche Perspektive, weil so ein Kurzzeiterfolg und dann weg, das ist natürlich relativ uninteressant. Und ich habe von einem sehr klugen Menschen mal gehört, klassische Phasen haben immer nur sehr kurz gedauert. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich werde ein bisschen sentimental, wenn ich Herrn Käfer da sehe, weil ich habe, zum einen muss ich kurz sagen, bei allem Erfolg, den ich ihm fürs vegane Restaurant wünsche, ich werde immer, wenn ich bei Käfer reingehe, als erstes mir ein Tartar reinziehen. Das ist ganz klar. Deswegen gehe ich zum Käfer. Und der zweite Punkt, ich habe im sogenannten Käferstüber, die Freundinnen und Freunde von Käfer wissen, was das ist, im Käferstüber von 3 unterschiedlichen Senderchefs gehört, dass mein Vertrag nicht mehr verlängert wird. Also das über einen Zeitraum von 20 Jahren. Insofern ist das, fiel mir jetzt ein, so irgendwie eine schöne Gemeinsamkeit. Also ich bin froh, dass ich heute die Show nicht mehr machen muss, weil ich habe keine Lust, mich alle 2 Minuten mit irgendeinem Intendanten, dem die Düse geht, auseinanderzusetzen, weil irgendwo 2 Leute sich beleidigt fühlen. Das ist ja die Killernummer, ja? Du hast meine Gefühle verletzt. Ich meine, da kriege ich ja Sehnsucht nach der Strafprozessordnung, weil entweder ich habe ein Auto geklaut oder ich habe keins geklaut, ja? Aber ich fühle auch mich in meinen Gefühlen verletzt, wenn ich Männer meines Alters in weißen Stan Smith Sneakern durch die Straße schleichen sehe, mit Hoodie und umgedrehter Baseballmütze, da verteidigt mich ja auch keiner. Also insofern sage ich, alles hat seine Zeit und ich hatte eine großartige Zeit und jetzt sind mal andere Kräfte am Werk. Ernst Pfeiffer stellt eine Frage maßgeschneidert für mich. Was können Deutschland und Europa tun, damit unsere Raumfahrttechnologie nicht völlig abgehängt wird von Amerika und Asien? Hallo an Mr. Innovator, zumindest im Sprechen.
Ich war vor wenigen Tagen war ich bei der ISA Aerospace, ein tolles Raumfahrtunternehmen hier in Ottobrunn. Über 100 Mitarbeiter, 30 Nationen, die wollen nächstes Jahr zum ersten Mal ihre Trägerrakete starten. Die wollen im Hunderte von Satelliten in All schießen. Die wollen im Grunde wirklich die Internetversorgung aus dem Weltall sicherstellen. Also erstens, das ist ja schon fast ein Mittelständler, das ist ja schon eigentlich kein Start-up mehr, der ist so schnell schon gereift. Solche Firmen, die brauchen die Wertschätzung, die brauchen die Anerkennung, die brauchen im Grunde auch die ersten auch öffentlichen Aufträge. Nicht Subventionen, nicht Förderprogramme, sondern Aufträge, richtiges Geschäft machen. So, und das Zweite, und der Chef sagte mir, Deutschland kann Mond. Dann sage ich, was meinen Sie mit Deutschland kann Mond? Dann sagt er, wir haben in Deutschland alles, im Mittelstand und im Start-up, um eine Mondmission zu machen. So, jetzt, das wäre natürlich mal eine tolle Sache, wenn wir das hinkriegen täten. Also jetzt weiß ich, lieber Ernst Pfeiffer, du hast mich ja angesprochen, weil ich mal auch deine Raumfahrtfirma besucht habe. Tolle Firma, tolle Ingenieurinnen und Ingenieure. Ihr macht wirklich tolle Projekte. Der Mittelstand muss gefördert werden, die Startups. Und wir müssen wieder auch kühne Missionen wagen. So, euch frage ich jetzt gar nicht, weil ich euch sonst widersprechen müsste, wenn ihr was Gegenteiliges sagt. Sondern, letzte Frage, wie wird es möglich sein, von Helmut Appel, dass Eigentumswohnungen auch wieder für normale Angestellte passabel zu finanzieren sind? Lieber Herr Schmidt, wir sind eine privilegierte Runde hier. Ja. Aber wir können vielleicht drüber nachdenken, als wir noch nicht privilegiert waren, als wir sozusagen wirklich uns unsere Sporen verdienen mussten. Also ich habe zumindest solche Zeiten erlebt, wo es gar nicht gut ging. Wenn man sich da reinversetzt, dann versteht man den Wunsch. Was ist zu machen, Herr Schmidt? Wenn ich es offen sagen soll, als ich es mir nicht leisten konnte, habe ich nicht dran gedacht, mir eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ich bin aufgewachsen mit dem Satz, das können wir uns nicht leisten. Und das ist Marktwirtschaft. Ja? Wenn Leute bereit sind, diese Preise zu zahlen für solche Wohnungen. Ich wüsste nicht, alles andere geht ja in das, was bei Bedarf von den Linken oder von Teilen der Grünen vorgeschlagen wird. Ich selber, ehrlich gesagt, kann mir nicht vorstellen, es sei denn, es entsteht eine Blase und der ganze Markt kracht zusammen. Aber also ich bin überhaupt erst an die Nähe des Gedankens einer eigenen Wohnung, Eigentumswohnung gekommen, als ich in etwa sage, ich kann die jetzt 35 Jahre lang abstottern. Und vorher haben wir halt so zur Miete gewohnt, wie wir es uns leisten konnten. So bin ich aufgewachsen. Ja? Ich kenne es nicht anders. Deswegen war das für mich nie ein Thema. Also ich bin an dem einen Punkt bei Ihnen. Es sind zwei Sachen, die mich wirklich beschäftigen. Ich würde erstens die Grunderwerbsteuer für die erste eigengenutzte Wohnung, die würde ich sozusagen abschaffen, sodass im Grunde ein Stück Entlastung reinkommt. Und wir wissen im Grunde, dass 80% der Preissteigerungen in den letzten 10 Jahren durch Bürokratie verursacht worden ist. Das heißt, eine Entrümpelung, die Art und Weise, wie Gewerke vergeben werden, die Auflagen beim Bauen etc. entrümpeln und vielleicht da tatsächlich, und dann bin ich bei Ihnen zu sagen, dann ist halt die Eigentumswohnung dann erstrebenswert, wenn es auch realistisch ist. Wie sehen Sie das? Also ich bin da sehr stark bei Ihnen, plus ich bin da schon, hat der Staat schon auch Chancen. Der Staat kann Grundsteuern, kann er drüber nachdenken, Erwerbsteuer kann er drüber nachdenken, er kann aber auch drüber nachdenken, dass es
Förderprogramme gibt, dass man gut, wir haben heute mehr oder weniger Nullzinsen, aber vielleicht kann man da auch junge Leute unterstützen. Also ich finde es schon ganz, ganz wichtig, dass man das Thema Eigentum, dass man das den Leuten noch mehr Chancen dazu gibt. Also da sind wir ja wirklich in Deutschland ein bisschen hinten dran, also sogar ein Land wie Italien, viel, viel mehr Eigentum als bei uns. Vor allem für die Altersvorsorge. Ja, für das, also dass man dann wirklich sagt, ich habe meine Wohnung, habe mein Zuhause irgendwie geschaffen, wenn ich dann 60, 70 bin, in Rente bin, dann kann ich mir auch vielleicht die Rente eher leisten, wenn ich keine Miete zahlen muss oder die schlechten Renten. Also da gibt es ganz, ganz viele Programme, die der Staat machen kann, aber genauso auch Punkte, wie der Staat hat auch das Bauen extrem teuer gemacht. Also wir können jetzt hier wieder über Umwelt und alles Mögliche nachdenken, aber was da an Auflagen in Jahren gekommen sind oder in der Stadt musste irgendwelche Garagen bauen, wo eh keine Parkplätze, wo eh keine Autos, Leute mehr mit Autos fahren und so weiter. Also da gibt es unendlich viele Auflagen, die wirklich heute sinnlos sind. Ja, und unsere Fragerunde, die gibt uns die Auflage, dass wir nichts probieren dürfen. Jetzt kommt die letzte Bierprobe. Meine Damen und Herren, an den Schirmen, an den Screens, das letzte Bier kommt. Flo kommt und bringt ein, das ist ähnlich dunkel, nicht ganz so dunkel, also die Augen sind noch scharf genug. Heißt das? Das letzte Bier ist ein Sternhagel. Wie heißt das? Sternhagel. Ich kenne nur Sternhagel voll. Ja, da kommt es auch so ein bisschen her. Also der Name ist schon Programm. Es ist unser mit Abstand stärkstes Bier. Wir sind hier bei 8,5% Alkohol. Ja. Ihr habt ja nichts, was uns in die Nähe der von uns prognostizierten 15% bringt. Ja, tatsächlich. Wobei wir hier schon so mit im stärksten Bereich sind, was die Bierhefe hergibt. Also recht viel stärker kriegen wir es dann. Bier gibt nicht mehr her. Ja, da sind wir schon am oberen Ende tatsächlich. Das heißt, wenn wir dann wirklich mit sauberen Wahlprognosen arbeiten, dann müssten wir schon eine Whiskyflasche nehmen. Ja, ich denke. Okay, und was ist das für ein Bier? Das ist ein sogenannter Barley Wine, also ein Gerstenwein, weil er so hochprozentig ist, sehr aromatisch. Wir haben da verschiedene Hopfensorten mit drin, die zur Lagerung dazugekommen sind. Das heißt, man hat da wirklich eine schöne fruchtige Hopfenblume mit drin in diesem Bier auch, um da einfach die Süffigkeit, die Drinkability ein bisschen zu steigern. Zum Wohl! Zum Wohl! Danke. Wohl! An die Zuschauer an den Schirmen. Das ist doch so hieß das früher, gell? Ja, heute muss man, glaube ich, sagen, an den digitalen Endgeräten. Ja, an den Vorderseiten der digitalen Endgeräte. Oh, der sehr schön. Ja, danke. Ah, Herr Käfer, haben Sie auch Gerstenwein im Programm? Selbstverständlich. Eigentlich müsste Ihnen doch jetzt Ihnen das Herz aufgehen, ne? Eigene Brauerei machen. Nee, das können die hier so gut. Also das ist, man kann auch nur die Themen machen, die man selbst beherrscht. Wir machen andere relativ gut, aber richtig gutes Bier machen, das können hier ein paar Leute. Ja, perfekt. Ja. Wir dürfen, bevor du uns das wieder wegnimmst, dürfen wir noch einen Schluck nehmen. Natürlich. Die Zuschauer an den Schirmen dürfen so viel trinken, wie sie wollen. Wir müssen uns hier beherrschen. Harald Schmidt darf auch so viel trinken, wie er möchte. Er kann ja das Glas immer verstecken. Na, vor allem, ich brauche schon einen Pegel, weil ich gucke jetzt gleich Paris gegen Bayern. Ja. Ah, wunderbar. Ja, wir sind ja auch schon bald am Ende. Ganz lieben Dank an Sie, lieber Harald Schmidt. Ganz lieben Dank an Sie, Michael Käfer. Ganz lieben Dank an den Braumeister, Florian Fagner. Ganz lieben Dank an die Lisa Schmidt, die uns alle so toll hier versorgt hat. An das Team, das diesen Nachmittag, Abend für uns möglich gemacht hat. Ganz lieben Dank an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wollen Sie noch was sagen, lieber Herr Schmidt? Nein, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute, Herr Käfer und lieber Herr Sattelberger. Drücke Ihnen den Daumen für den 26. September. Oh, ja, ich habe noch vorher am 24. was
aber im April, aber das erzähle ich jetzt hier nicht. Möchten Sie noch was sagen, Herr Käfer? Also einmal mit Harald Schmidt zusammen zu sein in einer gemeinsamen Sendung, das war immer schon mein Traum. Also das habe ich jetzt, dieses Lebensziel habe ich erreicht. Danke dafür, dass ich dabei sein durfte. Und Ihnen, Herr Sattelberger, wirklich viel, viel Glück. Und nicht nur Glück, sondern Sie haben es verdient. Und ich bin einfach auch wahnsinnig gerne hier, weil ich einfach das wunderbar finde, was Sie machen. Und insbesondere auch in dem, was Sie im Leben alles erreicht haben. Sie geben unserer Gesellschaft irgendwie was wieder zurück mit der Arbeit, die Sie jetzt machen. Und das ist das, wo ich wirklich jeden Hut ziehe. Und ich erröte. Nein, ich und erröte. Das ist gut, was Sie machen. Und darum ganz lieben Dank an Sie beide. Wir machen jetzt den Sack zu. Schönen Abend. Tschüss. Ciao. Dankeschön.